Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis, wir spielen Outriders World Slayer und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Also dickes Lob, dickes Dankeschön, sowohl an dich als auch an den 1. 1, sag gerne mal Hallo. Hallo. Sehr schön. Und wir sind bereit für den Kampf, schlagen uns noch kurz eine Flasche auf den Kopf, laufen zum Gegner und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, lass gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. So, Zeit einmal den Obelisken nach unten zu kriegen. Wow, und direkt gestorben. Das fängt ja super an hier. Ich sehe schon, ich muss mich mehr bewegen. Immer diese Bewegung. Ah, wen haben wir denn hier? Dickerchen. Oh shit. So, jetzt aber. Feuer frei. Oh, ich bin frei gefroren. Kein Thema, ich hab's im Griff. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. So, immer schön Ruf da. Oh shit, wie es halt auf mich abgesehen hat, diese Ratte. Boah, hast du gesehen, wie beweglich der Dicke ist? Das ist richtig zu der hingeslidet. Ja, wenn er so zu der hingeslidet, dann wirft er dich ja über. Dann wirft er dich ja so hoch. Ah, das ist das. Was ich schon unzählige Male erfahren habe. Feuer frei! So, das eine haben wir fertig gemacht. Und diese neue Waffe macht Spaß, muss ich sagen. Noch voll. Macht gute 34.000 Schaden. Kannst du nicht sagen, gell? Boah.
Ah, shit, die haben mich eingefroren. Ich krebs hier mal ein bisschen am Boden rum. Merci, dass es dich gibt. Nice. Aufstiegsstufe 24. Vater hat den Durchgang mit diesem Obelisken versperrt. Ich muss irgendwie das Siegel brechen. Wir haben ein paar nette Lindenschürze und ein paar nette Waffen bekommen. Also ich muss sagen, es gibt eine Sache, die mir richtig, richtig gut gefällt an Wordslayer. Und das ist vor allen Dingen, dass es so viel Loot gibt. Also die geizen ja echt nicht rum. Das finde ich schon ziemlich stark. Vater geschrieben haben. Atuma sagte, er hatte Visionen von der Vergangenheit, der Zukunft, von allem. Wie ist denn dein Fazit bisher so zu Worldslayer? Taugt's dir eins? Der Brunnen ist riesig. Ja, macht gut Spaß. Kann hier schön die Quelle von Vaters Wahnsinn. Vielleicht von allem, was diese Welt. Und dir einen dicken Bild aufbauen, gell? Ja, ich bin auch überaus happy. So, erst rechts lang oder links willst du direkt lang? Lichtjahre von der Erde entfernt. Da ist nämlich schon rechts das Haupt. Was hat er hier unten gefunden? Let's go. Klippenpfad. Und ich glaube, da gibt es jetzt wieder ziemlich viele von diesen Vampir-Gegnern, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Yep. Dann klopfen wir mal an. Ja, noch einer. Dachte ich mir schon, warum komme ich denn da jetzt weiter? Stand noch ein Gegner von mir. Also diese Kometen und diese Claymore sind schon richtig stark. Muss ich schon sagen. Hallo.
Meine Fresse. So, gib ihm. Diese dreckige Kackfliege. So, Zeit für die schweren Geschütze hier. Also ich muss schon sagen, diese neue Waffe, die ich da habe, sobald ich da mal irgendwie... Opa, jetzt aber die Lavakugeln drin hat, geht's ab, die Zäpfchen. Okay. Und 5 Leute sehen zu. Ich freue mich riesig. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, dir taugt's. Schreib's gerne in die Kommentare, wir würden uns freuen. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz innehalten und mal nach hinten noch mal gucken, denn es ist unglaublich schön. Hallo. Weil ich habe ja den 1 mit dabei, der kümmert sich dann um das Kleingedöns und kleinen Vieh. Ja. Ja, coolio. Danke, Aline. Ich find's auch coolio. So, Flame on. Wo sind die Gegner? Ali hopp. Da ist er. Hält ganz schön was aus, der Junge. Oh shit, ich bin glaube ich in eine Sackgasse gelaufen. Jupp. Direkt gestorben. Direkt wieder am Leben. Lass mal raus hier. Heieiei. So, ich bin hier unten mal mit den 2 Hauptgegnern beschäftigt. Ich hab auch. So, ah ja, perfekt. Und ich bin gestorben. Eieieiei. Die Waffe entzieht einfach nicht schnell genug Leben. Ist ja geisteskrank. Perfekt, die Firma dankt. So, drauf da, drauf da. Ah, wie er mich halt einfrieren will, diese Ratte. So, Zeit für Meteoriten, Baby. Ah, das darf nicht wahr sein. Genau dann, wenn ich die Waffe wechseln will, genau dann kratzt er mir den Rücken auf. Ich krieg die Krise. Langweilt mich echt hart. Ich darf nicht mehr die Waffe wechseln. Motherfucker. Stirb! Stirb, 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 stirb!
Jawollo. Ah, deine Mods sind halt echt OP. Allein das mit den Totenköpfen und dann auch noch mit dem Strahl, das ist halt schon echt richtig, richtig stark von dir, eins. Oh, vernichten. Aber keine Zeit zu jammern, weiter geht's. Wie viele Tage ist es her? Wir sollen ja den Sarkophag. Sarkophag. So, öffnen. Ich sehe wohl jemals wiedersehen. Gib mir guten Loot. Come on. Ich sehe leider die Farbe nicht, weil hier alles zu lila und weiß ist. Aber wir gucken rechts. Zwei Legendaries. Okay. Vier. Ja, so lala die Ausbeute, muss ich sagen. Ultra happy bin ich nicht damit. Aber zumindest mal hier die Fatal Morgana nochmal drinnen. Und die ist eigentlich auch ganz nett. Hier die Helion Chevalier. Kritischer Punkt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein kritischer Treffer erzielt wird um 20%. Was ich cool finde, ist Schneeböe ist drin und Magazinbrand. Also die Schockwelle, die beim Nachladen tatsächlich 252.000 Schaden zufügt. Wäre vielleicht eine Alternative zu der Knarre, die wir jetzt gerade haben, ist aber schwächer. Also von daher, ja, machen wir mal weiter. Und ich sage an der Stelle allen Zuschauern, die das Video sich jetzt dann ansehen, danke fürs Einschalten. Seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Outriders World Slayer auf der PlayStation 5 live mit dem 1 und mit mir, dem Dennis. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Ich beende das Video und wir spielen natürlich im Livestream weiter.